und herzlich willkommen zu Finance TV. Shortseller verdienen Geld, wenn Aktienkurse fallen, immer wieder geraten Unternehmen ins Visier. Im Fall Wirecard hat die BaFin jetzt eine relativ drastische Entscheidung getroffen und ein vorübergehendes Leerverkaufsverbot auf die Aktie verhängt. Was davon zu halten ist, darüber spreche ich heute mit Hendrik Haag, Partner in der Kanzlei Hengeler Müller. Schön, dass Sie bei uns sind. Freue mich. Herr Haag, der Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard ist wiederholt ins Visier von Shortsellern geraten und bis Mitte April läuft jetzt noch ein insgesamt zweimonatiges Leerverkaufsverbot auf Wirecard-Aktien. Die BaFin hat das verhängt, hat mit dem Schritt auch tatsächlich viele im Markt überrascht. Sie auch? Ja, die Maßnahme war in der Tat überraschend, zumal Wirecard nicht der erste Fall war, in dem es zu Short-Selling-Attacken kam. Was die BaFin aber sicher bewegt hat, ist, dass es bei Wirecard um einen hochkapitalisierten Marktwert ging, der auch im DAX ist. Und man kann Leerverkaufsverbote nicht einfach so aussprechen. Dafür gibt es rechtliche Voraussetzungen. Und ein wichtiges ist, dass das Marktvertrauen gefährdet ist. Und das spielte sicherlich eine erhebliche Rolle in Verbindung mit dem DAX. Jetzt sah die BaFin genau dieses Marktvertrauen gefährdet. Wie frei ist sie denn dann, diese Entscheidung zu verhängen? Muss sie sich da abstimmen? Es handelt sich sicher um eine Ermessensentscheidung, wann eine Gefährdung des Marktvertrauens vorliegt. Die wird sicherlich auch beeinflusst durch das Ausmaß der Kurssprünge, die ja ganz erheblich waren. Allerdings hat auch die ESMA, also die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde, die Maßnahmen nachträglich gebilligt. Jetzt ist das ja das erste Mal, dass wir historisch gesehen ein Leerverkaufsverbot auf einen Einzelwert sehen. Das gab es mal in der Finanzkrise auf eine Gruppe von Aktien und Finanzwerten, um da die Stabilität zu gewährleisten. Könnte das jetzt eine Art Präzedenzfall sein? Können Sie sich vorstellen, dass sich das wiederholt? Sie sagten ja schon, durchaus auch andere Unternehmen sind ja betroffen von diesen Attacken. Wie gesagt, die Schwelle einer Gefährdung des Marktvertrauens ist recht hoch. Man kann sich das grundsätzlich auch für andere Werte vorstellen. Bei reinen Nebenwerten wird man wahrscheinlich größere Schwierigkeiten haben, eine Gefährdung des Marktvertrauens anzunehmen, wenn derartige Kurssprünge stattfinden. Das heißt, wir bewegen uns da im großen MDAX und aufwärts? Mindestens. Ich sagen, ja. Könnte es theoretisch auch bei Wirecard ein zweites Mal so einen Schritt geben? Das könnte bei Wirecard auch ein zweites Mal so einen Schritt geben. Das hängt davon ab, wie die weitere Kursentwicklung sich darstellt und insbesondere, ob die weitere Aufklärung der Vorwürfe, die im Raum stehen, gelingt und damit endgültige Transparenz im Markt geschafft wird. Jetzt ist es ja nicht grundsätzlich falsch oder verboten oder verwerflich, auf fallende Kurse zu setzen. Man kann ja diese Leerverkaufsverbote auch nicht auf Dauer aufrechterhalten. Ist da nicht zu befürchten, dass, wenn die auslaufen, beispielsweise jetzt Mitte April bei Wirecard, dass dann einfach alles von vorne wieder losgeht direkt? Das Besondere ist hier ja, dass durch die Berichte in der Financial Times bestimmte Umstände behauptet werden, die das Unternehmen bestreitet, aber bisher nicht in einer Form widerlegt hat, dass künftige Berichte keinen Markteffekt haben. Und man kann sich eigentlich nur wünschen, dass dieses Hin und Her zwischen Anschuldigungen auf der einen Seite und entsprechenden Verteidigungen der Gesellschaft auf der anderen Seite irgendwann ein Ende hat und die Wahrheit endgültig ans Licht kommt. Und wenn das geschehen ist, dann gibt es auch keinen Anlass mehr für derartige Shortseller-Attacken. Wir haben ja in den vergangenen Jahren auch mehrfach Fälle gesehen, wo Shortseller in Verbindung mit teils dubiosen Research-Berichten aktiv wurden von Häusern, die zum Teil dann auch neu im Markt waren. Wie kann man dagegen vorgehen? Die BaFin gibt sowas ja auch an die Staatsanwaltschaft in begründeten Fällen. Häufig verläuft das im Sande. Was genau ist da das Problem? Zunächst mal ist nach der Europäischen Marktmissbrauchsverordnung es nicht verboten, dass ein Research-Haus selbst Short-Positionen hat und dann negative Berichte veröffentlicht. Es muss nur diesen Interessenkonflikt, also die Short-Position, offenlegen. Und Voraussetzung für die Zulässigkeit dieses Verhaltens ist auch, dass die Berichte zutreffen. Solange diese Voraussetzungen gewahrt sind, ist das rechtlich nicht zu beanstanden. Und was ist das Problem bei den Häusern, wo man Zweifel hat? Wieso werden die so selten zur Rechenschaft gezogen? Letztlich geht es um den Wahrheitsgehalt der Anschuldigungen. Und wenn Sie die anderen Fälle sehen, oft wird ja behauptet, zum Beispiel, dass die Bilanzierung falsch sei. Das hat meines Erachtens Methode, weil in der Bilanzierung gibt es eine Menge Wahlrechte und es ist sehr schwer nachzuweisen, dass der eine oder der andere Recht hat. Somit schafft man erstmal ein Gerücht und es ist sehr, sehr schwierig nachzuweisen, dass das dem Zweck der Marktmanipulation gedient hat, indem wissentlich falsche Informationen an den Markt gegeben worden sind. Das ist das erste Problem, was man bei der Verfolgung hat. Das weitere ist, dass
die eigentlichen Urheber dieser Nachrichten oft nicht greifbar sind. Auf den Webseiten gibt es meist keine belastbaren Herkunftsangaben. Jetzt gibt es Unternehmen, die regelmäßig ins Visier geraten. Was würden Sie denn einem solchen Unternehmen als Tipp geben, wenn die Attacken laufen? Was sollte ich als erstes tun und was sollte ich vielleicht auch vermeiden? Ich glaube, es ist ganz einfach wichtig, vorbereitet zu sein. Generell offene und richtige Information an den Kapitalmarkt hilft, dass man hilft gegen das Verbreiten falscher Gerüchte. Aber auch wenn das geschieht, muss man vorbereitet sein, also einen entsprechendes Team haben, das sich dann auch sehr, sehr schnell an den Markt wendet. Wenn Sie den Fall Wirecard sehen, was die Sache ja sehr verschlimmert hat, ist, dass die Gesellschaft tagelang gebraucht hat, bis sie eine eigene Stellungnahme an den Markt geben konnte. Und das ist natürlich in so einer Situation sehr verhängnisvoll, weil es letztlich den Wahrheitsgehalt der verbreiteten Gerüchte nur stärkt. Ich würde gerne mit Ihnen zum Abschluss unsere drei Fragen machen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, gerne ja oder nein. Erste Frage, tragen Unternehmen, die ins Visier von Shortseller-Attacken geraten, eine Mitschuld? Ich würde sagen, nein, abgesehen davon, dass sie vielleicht nicht in der Weise vorbereitet sind, wie sie hätten sein sollen. Zweite Frage, war aus Ihrer Einschätzung die Reaktion der BaFin auf den Fall Wirecard mit diesem Leerverkaufsverbot angemessen? Ich halte das in der Tat für gerechtfertigt vor dem Hintergrund, den wir gerade besprochen haben, dass es sich um einen DAX-Wert gehandelt hat. Und dritte Frage, halten Sie es für wahrscheinlich, dass wir in den kommenden 12 Monaten noch einmal ein solches Verbot auf einer Einzelaktie sehen? Ich halte das nicht für wahrscheinlich, weil die Situation bei Wirecard eine ganz besondere war. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einschätzung und für den Besuch heute bei uns im Studio. Das war Finance TV für heute. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuschauen. Bis dahin machen Sie es gut.